Mein herzliches Beileid. Danke. Einen Kollegen im Dienst zu verlieren, bringt immer Unruhe in die Einheit. Aber eine Sache muss Ihnen schnell bewusst werden. Ich leite die Einheit jetzt. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, verstehe ich das. Ich mache mich für eine Versetzung stark. Das ist erstmal, glaube ich, ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch, der sich nicht von seinem Weg so leicht abbringen lässt. Und darüber hinaus man nicht immer weiß, ob das so gesund ist, wie er das tut. Jetzt ist nur ein Stechen in der Magengrube so leicht ist, ne? Aber in ein paar Stunden, wenn du alleine in einer kleinen Scheißzelle sitzt und dir die Eingeweide auskotzt und vor Schmerzen nach deiner Mama schreist, dann wirst du sie für einen einzigen Tropfen verkaufen. Es wirkt, glaube ich, hart manchmal und fordernd, sehr fordernd. Aber ich glaube, dass ein weicher Kern in ihm steckt und wir den hoffentlich zu sehen kriegen. Herr Sander? Warum wirfst du das Geld nicht gleich weg? Was mir dabei hilft, nicht drüber nachzudenken, was gestern Nacht passiert ist. Und dir geht's genauso. Du hattest keine andere Wahl. Hatte sie eine Wahl? Nico. Komm nach Hause. Natürlich kommt man in ein Gefüge, was anders angefangen hat. Und das merkt man auch. Und da gibt es dann Leute, die sind ja auch zusammengewachsen. Da gibt es etwas, was tut auch weh, ne? Wenn jemand geht und wenn man sich verabschiedet. Alles heiße Luft. In 2 Monaten ist er wieder weg. Das spürt man auf jeden Fall. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch gut so. Aber damit fängt ja auch immer was Neues an. Und ich glaube, dass wir daraus eine große Kraft gezogen haben, auch eine Chance zu haben, etwas Neues zu erzählen, auch auf andere Konflikte einzugehen, auf andere Beziehungen, andere Spannungen, die miteinander ausgetragen werden. Und somit ist das, glaube ich, eine große Chance für alle. Und so habe ich das auch empfunden. Schön, dass Sie hier sind. Ich hatte gestern gar nicht mehr die Gelegenheit, mich zu bedanken. Und deshalb bin ich hier sehr, sehr beschenkt worden, wieder mal. Das macht mir einfach echt Spaß. Ich gehe einfach jeden Tag gerne ans Set und gerne zur Arbeit. Und das, was will man da mehr? Sie müssen unbedingt unseren jungen Riesling probieren. Der hat sich wirklich hervorragend entwickelt. In dem Dienst. Und ich bin Französin. Ihr Partner Michel Leroy hat mir die finale Liste der abhandengekommenen Lebensmittel gegeben. Das werde ich prüfen, danke. Gerne jetzt.